Außenkorridor runtergefahren. Schön. Gab's irgendwas Geheimnisvolles? Soll ich nochmal vorher nachgucken, bevor ich jetzt nochmal hin muss? Ui, auf der anderen Seite. Okay, dafür war das da. Ich will gucken oben mal, ob da irgendwie noch vielleicht ein Gegenstand oder sowas ist. Ansonsten schaue ich gleich mal. Dann gehen wir nochmal schön aufladen und speichern und sowas. Werden ihn einfach aus Prinzip nochmal hinterrücks angreifen. Ja, damit Bazook zeigen kann, was er gar nicht kann. Nämlich alles. So. Okay. Wir haben... Da ist noch was. Wo ist das denn? Und zwar müssen wir dafür... Scheinbar kommen wir da noch hin? Ich weiß es nicht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder ich habe irgendeinen Geheimgang echt übersehen. Hoffentlich. Also, Muskelring, Faser, Schutzring, Schlüssel, Heilsirup. Haben wir einen Heilsirup gefunden? Ich schau mal, ob ich sehe. Oh, nee. Beim Schlüssel war eine Wand zum Einreißen. Da müsste ich nochmal hin später. Weil, wegen des Gegenstandes, den ich euch erzählt habe. Das ist ja blöd jetzt. Aber es war relativ am Anfang, glaube ich. Das kann man noch machen. Oh nein. Macht aber Sinn sogar, ein Schwertverstärkung. Ist ja alles Ausrüstung. Aber wieso wurde die Rüstung verflucht? Die arme Rüstung. So. Gleich kommt wahrscheinlich noch ein Gegenstand, wenn ich es richtig sehe. Der fast keinen Sinn macht. Ihr werdet sehen, was es ist. Und dann haben wir einen Heilsirup ganz am Anfang verpasst. Warte mal, wurde dir gerade das Rennen erklärt? Das Rennen ist knifflig. Ja, scheinbar. Keine Ahnung. Ach, Bazoo, ey, soll ich dich... Oh, ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt noch... Also, wir können jetzt hier rüber. Oder ich heile nochmal vorher. War doch hier, oder? Ja, war ja, ist ja gleich in der Nähe. Muss ich das Rennen alles nicht nochmal machen und so? Alles gut. Schön. Meine Todesrüstung einfach heilen. Weißt du, fühlt sich Maxim ganz gut. Ist auch so, Final Fantasy 4. Dann war ich immer so enttäuscht, als man die Todesrüstung, ich will jetzt nicht spoilern, aber als man die Todesrüstung nicht mehr tragen durfte. So. Oh, da drüben geht's noch weiter. Aber da gehen wir nicht hin. Okay, also ein... Ich weiß, aber wenigstens ist nichts passiert. Die Wippler sind nicht so schlimm. Ja, ja, Kirchenlied natürlich jetzt. Okay, wir haben... Hier ein paar Sachen sind sogar erklärt. Zum Beispiel, dass man den Kürbiskopf fangen soll. Vielleicht bin ich damals nicht alles auf alleine drauf gekommen. Vielleicht waren einige sehr schwere Sachen dann doch erklärt. Und der kleine Gate hat dann gedacht, ein Glück, ich bin zu dumm dafür. Aber der ältere Gate hier, der muss alles ohne Hilfe. Doch, wenn wir überhaupt nicht weiterkommen, dann gucke ich nach. Okay. Nein, nein, nein. Okay. Scheiße. Wo war... Man muss nochmal hochlaufen, wie es scheint. Oder? Für eine Sache? Wirklich jetzt, Leute? Ja, okay. Wir müssen da nachher nochmal hoch. Kennen wir irgendwie her, irgendwoher, ne? Ah, okay, hat sich erledigt. Dann gucke ich nicht weiter rein. Dann müssen wir da sowieso nochmal hin. Für die eine Mauer, die ich... Habe ich nicht vorhin nur noch gesagt? Ja, oh, ich habe nicht drauf geachtet, ob irgendwo eine Mauer eingebobbt werden kann. Und genau das ist jetzt passiert. Und eine, wo wir da nach oben weiterlaufen müssen. Okay, gar es. Mit nur... Jetzt haben wir richtig Testosteron, weißt du? Der ganze Raum ist voller Kerle, die richtig macho sind, die richtig muskulös trainieren und sagen, lass uns zusammen trainieren, wer kann mehr Liegestütze? Siehst du diese Muskeln hier? Ich habe Adern. Und
man will nur die Augen drehen und so und alles füllt sich mit so einem, ne? Mit so Schweiß und so Geruch. Ihr schon wieder. Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Ich meine, ich hab dich besiegt. Nimm dich in Acht. Ja, achtmal wirst du gleich getroffen von deinem eigenen Schwert. Aber ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit. Kann ich Geist vorher stärker machen? Was soll dieser zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur vor mir niederzuknien und ich lasse euch am Leben. Das habe ich als Kind zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Muss ich sagen. Ich dachte, er zerstört alles und ist einfach nur böse. Aber er tötet nicht. Er zerstört und möchte, dass Leute einfach nur seine Füße küssen. Nur, in Anführungszeichen. Das ist sehr interessant, muss ich zugeben. Und alle haben jetzt so eine Rüstung. So eine absolute... Weiß nicht, so eine... Oder? Alle haben so schwere Rüstungen, die Schultern schützen und so. Interessant. Sonst hast du keine Probleme, oder? Niederknien? Du Träumer. Ey, ich knie von niemandem nieder. Nicht mal vor den Stieren, ey. Die hab ich voll fertig gemacht. Komm nur her, du abartige Fratze des Bösen. Nee, ich glaube, Guy war einfach nur tiefe Stimme, oder? Komm nur her, du abartige Fratze des Bösen. Abartige Fratze des Bösen. Also fand ich jetzt nicht. Da gibt's schlimmere Monster, die wir hatten. Aber warum nicht beleidigen? Jetzt reicht es. Bereitet euch auf euer Ende vor. Woo! Und jetzt könnt ihr euch schon denken, jetzt kann man ihn besiegen. Er wurde vorher geschwächt, aber wir haben ihn vorher schon besiegt. Haha. Di-di-di-di. Bam, bam, pow. Okay, Löwenherz, erhöht den Angriff. Wir können auch vorher einfach die Angriff erhöhen. Oder Courage auf alle. Ja, komm. Wir werden uns vorbereiten. Und Tempo erhöht die Bewegung, erhöht die Tempo auf alle. Achso, geht nur auf einen. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann Donnerkugel. Und er versucht Stahlsalve, Blitz, Schleicher, Frostfluch. Was war das nochmal? Ist der Gegner? Nee. Stark, Erlösung, Schock. Haben wir nicht irgendwas? Apfelsaft. Angriff. Füllt Angriff während eines Kampfes auf. Angriff. Füllt Angriff auf. Das hört sich seltsam an. Krafttropfen. Ja. Für kurze Zeit wird Kraft erhöht. Ja, hier, komm. Oh, das wusste ich. Das war so klar. Deshalb. Aber du kriegst es noch. Geil. Du schaffst es noch. Seht ihr, wie viel schwächer er ist? Oh mein Gott. Ich hätte ihn austauschen sollen. Ich hoffe einfach mal. Und der K kann jetzt richtig hauen. Courage war aber ziemlich gut, glaube ich. Ja. Oh ja, 500 einfach mal. Why not? Krakenschlag geht aber jetzt nicht mehr. Das ist blöd. Das heißt... Einfach nur zuschlagen, damit er wieder auf Krakenschlag kommt? Ich glaube... Er kann gerade nichts machen. Ja, ich schlag einfach mal zu. Ja, mach mal. Mach mal. Und er, Maxim, wird Furie. Oh, er hat Furie. Er kann einfach allen die Kraft erhöhen. Warte. Nö, voll auf Guy. Mach ihn, weißt du, er sagt, oh, tschüss. War sehr hilfreich. Dankeschön, Babyarsch. So, Mann, was hat Guy jetzt einfach gesagt? What the fuck war das denn jetzt? Das war richtig schlecht, Guy. Seine eigene Waffe? Er wusste, dass seine eigene Waffe mitgenommen wurde, weißt du? Er hat sich vorbereitet. Verdammt! Gardas hatte vorbereitet. Scheiße. Nee, er hat jetzt einfach gesagt, Guy, deine Freundin liegt zu Hause und schläft die ganze Zeit und frisst nur noch. Die wird jetzt fett. Und Guy, mach mich nicht sauer! Aber es hat ja eh nicht viel gebracht, wie man eben gesehen hat. Wow, war das schlecht. Wow. Ja, weiter zuhauen, ne? Ja, wenn wir den Heiler nicht mehr haben, muss er jetzt heilen. Sehr schön. Hau weiter, Guy, weil darum geht's ja. 32. Oh, das wird ein Problem. Oh mein Gott, DK ist so viel besser. Wie viel brauche ich noch? Ich will das machen. Oh, ich will nicht heilen müssen mit ihm. Hau weiter zu. Was soll's.
Erhöht die Bewegung. Weißt du was? Nee, hau weiter. Vielleicht wird er besiegt. Leute, ich wollte das doch anders schaffen. Ja, komm. Autsch. Aber okay, danke schön. Na, wenigstens wirst du jetzt angegriffen. Es wird jetzt nicht so interessant, glaube ich, bei den schwachen Angriff. Ah, wieso ist Hades gegen seine eigene Waffe immun? Das finde ich total doof. Also ich finde das jetzt total nicht so super. Also ich finde das jetzt meh. Das Problem ist, jetzt sollen wir ihn noch stärker machen. Und hoffen einfach nur, dass er nicht ihn tötet. Uiuiuiui. Furie, Furie, Furie. Bam, 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 bam. Ja, komm. Ah. Aber es war nicht so stark mehr. Auch Hades ist auch so einer, ne? Ein Dieb, der dann sagt, lass mich doch einfach klauen. Mann, warum seid ihr so doof zu mir? Krankenschlag, 200. 237. Das wird über 1000 hier. Damn. Ich guck mal, das ist deine Waffe, Gades. Ist das nicht wunderschön? Fühlt sich das nicht super an, so viele Schnitte von Guy zu bekommen? Oh, guck mal. Oh, jeder Schnitt ist ein ironischer Hochgenuss. Oh, und er wurde besiegt mit seiner einigen Waffe. Oh, ja, so schön. Oh, RPG-Orgasmus. Tschüss. Tschüss. Und er nur so, nein, die Ironie tut mehr weh als die Schnitte. Nein. Und Guy nur so, yeah. Das hast du nur davon. Weil du bist schuld daran, dass meine, wirklich die einzige, die irgendwie richtig gelitten hat, seine Freundin. Scheinbar wurde sie ja, ne? Seine Schwester. Entschuldigung, seine Schwester. Ah, ich wollte mich gerade sagen, wenn sie missbraucht wurde, ja, können wir ja froh sein, dass es nicht Guys Freundin ist. Seine Freundin, in Anführungszeichen. Die er so liebt. Er kommt nach Hause. Wie geht's meiner Schwester? Ah, du bist ja auch noch da. Wie hieß du nochmal? Ah, meine Freundin. DK, 12 und 5 und 2 und 1 und 1. Ja, okay. Und Maxim, 9, 3, 4, 5. Das ist ein nices Level. Schön. Oh, wie kann das sein? Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Ja, hast du nicht vorher schon gemerkt? Ja, die Männer durften ihn jetzt besiegen, ne? Die Männer jetzt. Der Korridor. Oh nein. Da seht ihr, da müssen wir hin. Aber wie kommen wir denn da später hin? Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wenn die Insel nun versinkt, werde ich jeden Pandoria mitnehmen. Hahaha, ich bin schlechter Verlierer. Maxim! Diese Stimme. Kann das? Wie? Nein, how? Nein, wirklich. Die sind so tough, die Frauen. Wie habt ihr das geschafft? Tia, Celan. Warum seid ihr hierher gekommen? Gleich nochmal von drüben rummeckern. Oh, Frauen, hört auf den Mann. Warum? Wie könnt ihr es wagen? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Wirklich, aber ganz ehrlich, die Frauen auch, ne? Sie haben gesagt, okay, gute Idee, wir gehen nach Pandoria und kümmern uns drum. Und jetzt sind sie trotzdem zurückgekommen. Das ist aber auch wieder Scheiße. Das ist dieses dumme, Frauen lassen sich nichts sagen. Es ist okay, Menschen können sich ruhig mal was sagen lassen. Dazu gehören auch Frauen. Es ist nicht was Schlimmes, wenn man einfach mal auf andere hört. Hätte eine Frau dir das gesagt, oder wäre es anders gewesen? Ach, Celan, warum hast du sie nicht aufgehalten? Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Wir müssen hier raus. Was ist mit dir? Gades hat den Knopf gedrückt. Irgendwas hier hat mit dem Versinken der Insel zu tun. Ich muss herausfinden, was es ist. Ich komme mit. Das wird nicht gehen. Rettet euch, solange noch Zeit ist. Deshalb hat er keinen Zauber, keine Fluchtzauber. Aber er hat die Gegenstände. Hat sich erledigt. Nein, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tia, jetzt geh endlich. Nein. Tia? Wir gehen, Tia. Soll Maxim wirklich für Pandoria sterben?
Im Moment können wir nichts ausrichten. Er wird es schon schaffen. Aber Maxim wird es schaffen. Hoffentlich. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. Why? Ihr könnt doch den Turm unten... Oh. Lass uns einmal noch weggehen und wir gehen ins Casino, ein bisschen spielen. Schön Spa-Day und dann mal gucken. In Pandoria? Ja, Maxim wird es schon richten. Silan, lass uns gehen. Ja. Ja, irgendwas ist da, ne? Also raus hier. Maxim, ich warte auf dich. Und jetzt springen sie alle. Daran kann mich gar nicht erinnern. Aber da kommen wir noch zu später. Weil, ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht darüber reden, weil später noch was passiert. Das ist clever und gleichzeitig doof. Gerade. Oh. Alleine? Oh oh. Aber er sagt. Okay, wenigstens kann er jetzt den Schatz finden. Den tollen Schatz. Das ist keine mehr. Pfeile stechen die blauen sehr. Also blau Pfeil. Okay. Weiß nicht. What the fuck? Aber habe ich gut gemacht, ne? Habe ich das Rätsel richtig toll gelöst? Seid ihr stolz auf mich? So. Blau Pfeil. Okay, warte. Hier. War richtig? Aber ich habe die anderen Informationen noch nicht. Aber wahrscheinlich muss es denn... ich habe ja nur das andere noch hier. Jetzt muss ich wieder raus. Ach, das ist jetzt ein bisschen doof. Habe ich die Informationen noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Super schön. Okay, weiter geht's. Maxim ist so ein bisschen... Ich habe ihn besser in Erinnerung, was mein angeht. Also mein Fall auch. Wie soll ich das sagen? Ich fand Maxim immer sehr cool. Habe dann viele, viele Jahre später den DS-Teil... Ja, viele Jahre später, also 10 Jahre oder nur oder so. 10 ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Und den DS-Teil nachgespielt... Und da war er dann halt ganz anders. Vielleicht habe ich deshalb eine andere Erinnerung. Aber er ist schon ein bisschen teilweise ein Arschloch. Wahrscheinlich hier eine Bombe. Haha. Einfach ausprobiert. Wir könnten speichern, aber lassen wir einfach mal. Okay, dann müssen wir also einfach die andere jetzt finden oder was? Scheinbar schon. Ich will aber noch den einen Schatz, wo ich weiß, dass es den gibt. Waren wir oben schon? Ich hab's vergessen jetzt. Wir können uns hier heilen. Und da ist wahrscheinlich jetzt eine Bombe oder so. Die Roten ganz schnell erlegen, wenn Bomben... Ja. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt Gegner eingebaut haben. Und die Musik ist auch nicht so toll. Aber ihr werdet auch noch sehen. Wie gesagt, das hat alles damit zu tun, was ich sagen wollte. Kommt später dann aber. Hier, dann kriegst du Wasserfontäne. Soll ich deine Stahlsalve auf dich selbst machen? Hier. Ja, danke. Ah, ich glaube, ich sollte euch heilen. Wo sind denn die anderen hin? Ja. Schön. Bazook ist noch dabei und vielleicht heilt er mich ja, oder? Da ist es! Oh ja, und als ich gelesen habe, was es ist, ne? Ein Zauberbikini. Und Maxim nur so, ein Glück bin ich jetzt alleine. Endlich kann ich. Boah, ey, die ganze Zeit hängen mir irgendwelche Leute an der Backe und ich kann mein Geheimleben nicht ausleben. Nämlich, ich trage gern Frauenklamotten. Oh, yeah. Ich würde doch nur angucken. Aber geht jetzt nicht. Das ist ein wahrer Fluch. Die Todespanzer kann er nicht ausziehen. Und er nur so, nein, ich will den Bikini anziehen, der sieht so sexy aus. Man sieht ihn nie wieder. Habt ihr kurz gesehen, wie er aussah? Man sieht nie wieder den Bikini jetzt. Fällt mir mal so auf. Und
haben wir Zauberbikini einfach mal. Okay. Why? Warum ist in diesem Turm ein Zauberbikini? Da muss ja irgendjemand damals, bevor das Erdbeben es zerstört hat, und hier ist gar nichts zerstört, by the way, muss ja jemand gesagt haben, oh, ich werde mal meinen Zauberbikini hier reinpacken und dann ist er ganz sicher hier ganz oben. Oh, ein Erdbeben, nein! Mein Zauberbikini! Ein magischer Bikini. Füllt 25% der MP auf. Das kann schon recht gut sein später. Ihr werdet nämlich noch sehen, wie Magie noch richtig abgeht. So. Okay, jetzt haben wir beides gemacht. Jetzt können wir nach links. Spannung pur hier. Bei Lufera. So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Aber da gab es keinen Schatz mehr. Deshalb nehme ich das jetzt mal nicht so ernst. So. Bikini wird später angezogen. Wir haben es geschafft. Warum auch immer der Turm das hatte. Ich habe es geschafft. Oh nein. Geht der Turm wirklich kaputt? Oh, ich wusste nicht, dass es so etwas in diesem Turm gibt. Wahrscheinlich meinen sie eine Falle. Ha. Huh. Wum. Wow, hättest doch vorher helfen können. Hat einfach eine Falle getriggert, oder was? Ja, ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Ja, lern mal Warp. Wie sind die so schnell hingekommen? Die mussten wieder raus? Wahrscheinlich hat... Nein, Celan kann Warp. Schon gut. Maxim! Was? Oh, Celan... Ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung? Ja. Sind alle wohl auf? Ja, die Leute in der Stadt, Guy, Dika und Tia, einfach alle sind wohl auf. Ja, es ist ja auch nur 10 Minuten vergangen. Wäre jetzt irgendwie... Also, wenn ihr ein Spiel haben wollt, wo die Dungeons ein bisschen langweilig sind und das Kämpfen ein bisschen langweiliger ist und sowas, aber die Geschichte voller Twists ist und diese Szenen viel besser gemacht worden sind, mit auch Bullshit. Dragon Quest 11. Also da muss ich sagen, das ist wie ein Anime aufgebaut, wo du auch da ist auch so eine Szene, so eine ähnliche, bloß dass dann halt der Held ohnmächtig wird und dann vergeht ein paar Tage und dann wacht er auf und geht rein und dann macht das Sinn, dieser Moment von, es sind alle in Ordnung, oh, du bist wieder da und so. Also nee, da gibt's so Emotionen, die Sinn machen und hier sind 10 Minuten. Okay. Alle sind wohl auf. Ach, das ist gut. Ich verdanke dir alles. Ein Glück hast du mich in meine Schranken gewiesen als Frau und hast mir gesagt, ich soll verschwinden. Ich werde dir nie wieder widersprechen. Oh, edler Mann, der gar nicht so stark ist wie die anderen. Nein, das ist nicht wahr. Alleine hätte ich das nie geschafft, obwohl ich es eben alleine geschafft habe. Das kann schon sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha, du vertraust mir nun endlich. Nein. Immer noch nicht. Naja, vielleicht doch. Celan. Maxim, ich bin so... Es ist schön, dich wiederzusehen. Was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach überglücklich. Wow. Das meine ich. Da können wir gleich drüber reden. Du bist hier. Endlich hier. Und du wirst nie wieder gehen, oder? Als Kind hatte ich das viel intensiver im Kopf, aber hier macht das überhaupt keinen Sinn, weil sie haben sie rausgeschmissen aus der Party, haben nicht gegen Gardes gekämpft. Ich weiß warum, keine Sorge, ich weiß warum sie es gemacht haben, kommen wir später zu, aber und dann jetzt, diese Situation macht überhaupt keinen Sinn. Hätten sie vorher gemacht, ne, diese kleine Einspielung, dass sie sich gegenseitig necken, dass sie gegenseitig sagen, boah, der ist aber cool, dass sie meint, boah, echt männliche Typen, boah, und so. Das haben sie alles gut aufgebaut, um das jetzt zu zeigen, dass Celan sich extrem verknallt hat. Und das ist ja auch clever. Nur vielleicht hätte man dann ja Maxima raushauen können jetzt für ein paar Tage oder halt Celan nicht rausschmeißen aus der Gruppe. Da war ja noch ein Platz frei, sondern Tia rausschmeißen. So dass Tia merkt, er denkt, ich bin schwach oder irgendwie sowas. Und Celan sich dann Sorgen macht. Das ist jetzt so ein bisschen
Was ich aber gut finde ist, Celan, und das, ich bin leider auch wie Tier, was das angeht, und das will ich euch sagen als Ratschlag. Celan, geht ran. Tier ist jetzt schon seit Jahren, die kennen sich ja schon länger, seit Jahren ist Tier jetzt schon immer am Hoffen. Und so, ich kenne das. Und traut sich nicht, den ersten Schritt zu machen. Und wenn sie dann was sagt, wie ganz am Anfang des Spieles, sind es Andeutungen. Und Maxim fühlt nicht so, also sind die Andeutungen egal. Und ich bin aber auch gleich, ich bin auch gleichzeitig Maxim. Ich hatte das auch mal und es war total unangenehm, weil als es dann rauskam irgendwann, habe ich gedacht, oh, warte, was? Ich habe doch nie den Eindruck erweckt, ich hätte Interesse. Und das war super für mich unangenehm und das sollte nicht für mich unangenehm sein. Maxim hat Tia niemals Hoffnung gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Und ich war dann der Bösewicht bei den ganzen Leuten, weil das war doch eindeutig, dass sie dich mag und so. Und ich so, what the fuck? Und nur weil du ein bisschen naiv bist und ein bisschen nicht aufmerksam oder was auch immer und es falsch verstehst, heißt es nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder schuld bist an den Gefühlen von anderen. Das bedeutet, Tia mag ich total, aber Tia hätte klar und deutlich sagen sollen. Und das hat sie ja auch ein bisschen gemacht, bevor sie raus sind, dass sie gesagt hat, Maxim, ich warte nicht ewig. Aber Maxim hat es nicht verstanden, weil Maxim nicht diese Gefühle hat. Versteht ihr, was ich meine? Befreit euch. Ihr könnt es ja probieren. Aber dann ein Nein ist ein Nein. Oder wenn die andere Person kein Interesse hat, dann nimmt das auch hin. Es ist kein Anime, wo am Ende doch noch alle zusammenkommen oder so. Habt ein bisschen Selbstrespekt. Auch vor eurer Zeit und eurer Energie. Glaubt mir. Und dann aber gleichzeitig seid wie Celan. Geht ran. Wenn ihr jemanden dann habt oder so, oder irgendwas haben wollt in eurem Leben, ihr wollt, seid keine Arschlöcher, aber geht ran. Nee, versucht, darf ich das haben? Oder, hey, ich finde dich nett. Wollen wir uns treffen? Mach klar und deutlich, seid proaktiv, geht ran. Und wenn dann kein Interesse da ist oder die andere Person sagt, nein, das ist nicht für dich, dann könnt ihr das so hinnehmen. Dann ist das traurig, aber ihr habt es probiert. Und dann ist es nicht dieses ewige Warten. Und deshalb, Celan mag ich sehr gerne, ich mag Tier aber auch sehr gerne. Oh nein, ich warte, ich bin ja ein Frauenhasser scheinbar. Beide blöd, weil Frauen. Nein, ich finde beide super toll, aus verschiedenen Gründen. Und Celan ist aber eine, die von Anfang an, auch wenn sie sich zurückgehalten hat, mit ihm gekabbelt hat und mit ihm gekämpft und ihn respektiert hat für das, was er ist und was er macht. Tia halt nicht. Tia wollte, dass er dass etwas wird, was er nicht ist. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, Celan macht es gerade richtig. Weißt du, sie geht richtig jetzt gerade ran. Bloß passt auf, ne? Trotzdem müsst ihr fragen. Jetzt nicht jemanden anfassen, wenn ihr gar nicht wollt. Ach ja, nee, mach doch jetzt. Hallo, Cockblocker! Weg mit dir! Weinst du etwas, Celan? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer weinen. Immer? Sie darf ja einmal weinen, das ist was Besonderes. Wenn du jeden Tag weinst, dann denkt jeder, das ist normal und niemand weiß, wenn es echt ist. Wenn du einmal weinst pro Monat, dann wissen die Leute, oh, da ist gerade was wirklich Schlimmes passiert. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Da, autsch. Hey, geht's dir wieder gut? Was war das denn jetzt? Oh, hey, Pup, geht's dir wieder gut? Die können doch zusammenkommen. Boah, ist er größer als sie. Damn. Ich dachte, du liebst Maxim? Deka, tu mal nicht so, als ob du uns kennst. Ja. Ja, das tue ich. Aha. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich oft weinen musste. Das ist scheinbar auf dieser Welt ganz normal, dass Frauen die ganze Zeit, kleine Mädchen die ganze Zeit weinen. Maxim hat mir immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Das ist genau die gleiche Geschichte. Es kommt gerade ein Pattern auf, den ich sehr negativ sehe. Nein, einmal Lieblingsspiele. Es ist jetzt mehrmals, dass sie etwas wiederholen, was sie nicht wiederholen müssten. Na okay. Weil Terranigma hat das ja nicht gemacht. Terranigma war immer wieder so was Neues. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Zum Glück hat er mich mansplained. Wir sollten immer darauf hören, was Männer sagen. Oder Celan. Seitdem habe ich nicht mehr geweint. Und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Oh, das ist ja Dieb.
Oh, das kenne ich nämlich auch. Jetzt ist wieder ganz persönlich. Ich war nämlich auch eine super Heulsoße. Ich war einige von euch wissen das durch andere Let's Plays oder sowas. Ich war krank als Kind und musste zu Hause bleiben und sowas und war dann immer mit meiner Mutter zusammen, während alle anderen raus durften und ich kam später in die Schule und so, war blöd. Aber dadurch war ich so verhätschelt und wusste überhaupt nicht, was draußen abgeht, dass ich extrem eine Heulsuse war. Und das hat mich selbst aber gestört, relativ schnell, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, irgendwie, ich versuche immer gleich durch Wein an irgendwas zu kommen. Bloß dann habe ich mir das so abgewöhnt, in meinen Tween Years oder sowas, dass es jetzt mir schwer fällt. Oder dass ich jetzt denke, ich darf nicht mehr weinen. Und das ist auch nicht gut. Das meint sie jetzt wahrscheinlich. Seitdem weint sie nicht mehr. Und das ist nicht. Wein ist nicht was Schlimmes. Du musst nur überlegen, warum du weinst. Wenn du weinst, weil du traurig bist, dann ist das total in Ordnung. Wenn du weinst, weil du bitter bist, weil du irgendwas nicht bekommst, dann ist es nicht in Ordnung. Wenn du versuchst, jemanden zu manipulieren, ist das nicht in Ordnung. Wenn du aber wirklich glücklich bist oder sauer, dann ist es okay. Dafür ist Wein ja da, sonst würden wir es ja auch nicht haben, ne? Und Tia, tut mir leid. Und damals war es auch so. Ich war geschockt, dass das passiert, was jetzt passiert. Und ich muss sagen, ich habe damals Maxim auch ein bisschen dafür gehasst. Aber er hat sie ja immer wieder außen vor stehen gelassen. Das heißt nicht nur, dass sie nicht eine... Er hat sie nie als mehr als Freund, als beste Freundin gesehen. Und das ist okay. Total okay. Ich finde das super, dass sie gezeigt haben, dass ein Mann und eine Frau, oder ein Mann auf jeden Fall eine Frau, einfach nur als Freundin haben kann. Und nicht als feste Partnerin. Aber sie dann links liegen zu lassen so häufig, war aber auch schlimm. War aber auch blöd für ihn, weil, wie gesagt, ich war in den Schuhen. Dieses, was kann er denn dafür, wenn sie Gefühle bekommt? Und das ist halt unfair auch für Maxim. Ah, es ist schwer. Vielleicht kann ich nie wieder weinen. Autsch. Es ist super, dass ich das nochmal spiele. Okay. Unsinn. Warum sagst du das? Na, wenn du einen richtigen Grund hast, weißt du, wirst du auch wieder weinen können. Maxim ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten, verstehst du? Das weißt du auch, oder? Boah, die K, ey. Absolut dumm, aber weise. Und wie gesagt, ich schippe ihn jetzt total mit dem Prinzen. Mit dieser Weisheit, die er hat. Der K ist so ein netter Kerl. Deshalb, ich weiß nicht, warum ich ihn nie unbedingt mochte. Aber wir werden es noch rausfinden, wahrscheinlich. Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Maxim, aber nicht den Krieger in ihm. Jupp. Boah, ist das Spiel aber selbst... Es ist ja voll hier... Weiß nicht. Philosophisch, psychologisch und sowas. Das liebe ich. Das haben viele Spieler halt andere nicht. Und auch gerade aktuelle Spiele, so RPGs, die einfach nur runtergerasselt werden für den Mainstream. Auch JRPGs und so. Oder billige Anime. Ich weiß, ich mache jetzt viele sauer, aber das meine ich eben. Wenn man als Kind dann sowas gespielt hat, wo dann auch Sachen hinterfragt wurden, sind halt einige heutige Spiele so richtig billig. Nicht den Krieger? Ja, ich könnte mit ihm als Krieger nicht leben. Aber du bist auch eine super Kriegerin. Naja, ein Krieger zu lieben heißt, lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Welche Schlacht? Außerdem bist du doch mitgegangen. Das habe ich nicht verstanden. Tia ist doch eine super Kämpferin. Magierin. Selan könnte es. Sie glaubt an ihn. Allein... Oh, ouch, das war selbstreflektiert böse. Oh, sie glaubt an ihn. Tia aber nicht. Allein der Gedanke, dass Maxine im Kampf etwas zustimmen könnte, bringt mich schon fast um. Ja, das finde ich auch. Das ist ein Paradox des Lebens. Du musst manchmal Leute loslassen, weil du Angst hast, sie zu verlieren. Und ein Spruch, den ich als Jugendlicher auch gemacht habe, manchmal hat man so Angst vor dem Tod, dass man sterben möchte. Und das ist so, was das gerade ist. Du hast manchmal so Angst, etwas zu verlieren, dass du am besten es loslassen solltest, weil es dich einfach nur
weil es dir schadet und dich festhält. Und das hatte ich zum Beispiel dann später, weil ich so eine Verbindung hatte mit meiner Mutter. Und es hat mir einfach geschadet, dass ich einfach nicht mir vorstellen konnte, meine Mutter nicht mehr in meinem Leben zu haben und so. Also, und das haben viele, glaube ich, mit Beziehungen auch. Und deshalb zerbrechen sie. Und dann denken sie, ich werde nie wieder glücklich und so. Es ist halt nicht gut. Du sollst immer als erstes unabhängig sein. Und das merkt sie jetzt gerade. Das ist sie nicht. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Oh, Tia. Ich liebe ihn. Und deshalb werde ich ihm sicher nicht im Weg stehen. Boah, Applaus, Applaus. Warte, ich schnippe. Ey, willst du dich nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Nein. Wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Irgendwann, da wirst du wieder weinen. Deine Tränen, die sind noch nicht für immer vertrocknet. Alter, also, verschwöre. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Wollen wir jetzt noch, bevor ich gehe, hier hinterm Haus oder hinten ist ein Haus zu verkaufen, wollen wir da nicht ein bisschen rumvögeln? Ja, nimm DK jetzt einfach. DK hat, glaube ich, nichts dagegen. Mal, ne? Einfach nur ohne irgendwelche Verträge. Einfach nur Spaß haben. Einfach nur Sex. Ich bin zwar ein großer Krieger, kann aber auch ein großartiger Zuhörer sein, weißt du? Ach, so richtig, ich bin so voll emotional. Verstehst du? Ich verstehe, wenn Frauen sagen so, ey, mir geht's nicht so gut, und sag ich, ey, komm her, ich fass dich an, und dann geht's ihr gut wieder. Ja, du hast recht. Richte Maxim bitte aus, dass ich sicher noch den richtigen Mann finden werde. Das interessiert Maxim bestimmt total. Keine Sorge, ich krieg schon noch einen Ficker. Nein.